Hallo Kackbratzen. You probably shouldn't laugh anymore. Endlich ist sie da, die mit Spannung erwartete Demo zu Final Fantasy VII Rebirth für die PS5. Eigentlich ist sie jetzt schon ein paar Tage verfügbar, genauer gesagt seit dem 7. Februar, aber ich konnte eben erst jetzt ein paar Minuten freischaufeln. Das erinnert mich auch daran, dass ich schon längst ein Video zum Original Final Fantasy VII für die PS1 machen wollte. Hab ich bislang nicht geschafft. Asche auf mein Haupt. Ich bin unwürdig. In dieser nun veröffentlichten Demo erlebt der Spieler die Eröffnungsmomente von Rebirth und zeigt ikonische Charaktere wie Cloud und Sephiroth während des berühmten Nibelheim-Flashback-Kapitels. Cloud, übernimm den da! Ich habe bei meinem ersten Durchmarsch knapp 2 Stunden gebraucht, wobei ich sehr hart am Klavier gescheitert bin. Besser ihr trainiert das in der Demo, denn in der finalen Version gibt es dafür sogar eine Trophy. Aber bis Final Fantasy VII Rebirth erscheint, dauert es ja noch ein wenig. In der finalen Version kann man übrigens dieses Kapitel überspringen. Es ist also nicht nur irgendein Tutorial, sondern ein fester Bestandteil des Spiels. Aber dazu später noch kurz 1 oder 2 Wörter. An dieser Stelle möchte ich mich kurz bei Square Enix entschuldigen, die ich in Vergangenheit auch Square Penis genannt habe. Aber die letzten Spiele aus dem Hause waren nun wirklich keine Perlen. Die Demo zu Final Fantasy VII ist nach dem Remake und all den Jahren voller Hundekot aber endlich mal Gold wert. Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo Mama. Final Fantasy VII Rebirth ist wohl eines der mit Spannung erwarteten Videospiele in diesem Jahr und dient als direkte Fortsetzung des Final Fantasy VII Remakes, das bereits 2020 veröffentlicht wurde. Rebirth wurde von Square Enix entwickelt und veröffentlicht und setzt die Geschichte des originalen Final Fantasy VII fort. Wir begleiten den Protagonisten Cloud und seine Gefährten auf der Flucht aus der Stadt Midgar. Die Demo erkundet Clouds mysteriöse Vergangenheit und erzählt von seiner Verbindung zum Shinra-Konzern und seiner komplizierten Beziehung zum Hauptgegner Sephiroth und erzählt uns von Clouds eigenen Erfahrungen während des Vorfalls in Nibelheim. Wird sicher stark. Niemals. Insgesamt ist die Geschichte hier viel interessanter als im Final Fantasy VII Remake, da sie zu den eigentlichen Hauptereignissen der Originalgeschichte führt. Sie kommt mir so bekannt vor. Die Demo bietet außerdem ein praktisches Feature für sowohl wiederkehrende als auch neue Spieler. Falls einer von euch sich nicht mehr an die Geschehnisse, die vor Final Fantasy VII Rebirth passiert sind, erinnern sollte, gibt es eine kurze 5-minütige Zusammenfassung des Final Fantasy VII Remake. Diese Zusammenfassung dient also als nette Auffrischung und hilft euch, mit den Ereignissen, Charakteren und wichtigen Handlungspunkten vertraut zu machen, falls eure 5 verbliebenen grauen Zellen mal wieder auf Urlaub waren. Das klingt ja regelrecht spaßig. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und verfügt über äußerst detaillierte Charaktermodelle, die natürlich die Qualität des ursprünglichen PS1-Titels bei weitem in den Schatten stellen, mit ausdrucksstarken Gesichtsanimationen und flüssigen Bewegungen auf ganzer Linie. Ebenso beeindruckend sind die Lichteffekte, aber irgendwie blieb mir die Grafik dann doch etwas im Hals stecken. So ganz fehlerfrei ist die Demo nicht wirklich. Wenn man die Rebirth-Demo auf der PS5 spielt, ist die Grafik auf einem ähnlichen Niveau wie das Final Fantasy VII Remake. Allerdings wurde das Spiel für die PS4 konzipiert und hat sich technisch nicht wirklich weiterentwickelt. Hoffen wir mal, dass das nur ein Problem der Demo ist, wobei auch schon im Remake ähnliche Fehler vorhanden waren. Aus irgendeinem Grund sehen die Texturen manchmal extrem verwaschen aus und das insbesondere im Performance-Modus. Und selbst hier hatte das Remake auf der PS5 keine großen Einbrüche und lief sogar mit 60 Bildern pro Sekunde ganz flüssig. Ehrlich gesagt ist das ein wenig enttäuschend, da man wirklich der Meinung sein könnte, dass man es hier mit einer mittelprächtigen PS4-Version zu tun hat. Nicht einschlafen, Herr Soldat. Abgesehen von dieser seltsamen und enttäuschenden Herabstufung der Schärfe gibt es absolut keinen großen Sprung in der Grafik oder Physik. Bereitet euch also seelisch darauf vor, dass es sich bei Rebirth mehr um eine direkte Fortsetzung handelt, mit einem Schwerpunkt auf der Story, aber rein visuell und mechanisch keine Neuerungen zu erwarten sind. Ja. Ja.
Aufbauend auf den Grundlagen des Vorgängers führt Rebirth neue Kampfmechaniken ein, darunter die innovativen Synergiefähigkeiten. Diese einzigartigen Combo-Angriffe, die durch die Active Time Battle-Anzeige gefüllt werden, verleihen dem Gameplay eine neue Tiefe und Spannung und ermöglichen es den Spielern, verheerende kombinierte Angriffe zwischen Charakteren auszulösen. Zusammen. Persönlich bin ich jetzt kein Fan des Kampfsystems des Final Fantasy VII Remake, da ich die Animationen steif und das System insgesamt flach fand und es nicht wirklich zu wissen scheint, ob es nun rundenbasiert oder in Echtzeit sein soll. Es gibt ziemlich viele Rollenspiele, die den Echtzeitkampf ziemlich gut umgesetzt haben, aber Final Fantasy VII gehört leider nicht dazu. Aber wenigstens fühlt sich der Kampf in Rebirth tatsächlich besser an. Die Animationen sind etwas flüssiger als im Remake. Man scheint seine Treffer besser landen zu können und der Kampf fühlt sich insgesamt reaktionsschneller und mobiler an. Natürlich gibt es dann einige Momente im Spiel, die jetzt ein wenig seltsam erscheinen. Wie etwa die Momente, in denen man einen riesigen Staubsauger durch die Gegend schieben muss. Grundsätzlich hasse ich es jedes Mal, wenn man in Spielen irgendwelche größeren Dinge vor sich hinschieben muss. Das klappt nie wirklich gut und manchmal bleibt man noch in der Pampas stecken. Luftverunreinigung um 70% reduziert. Die Demo präsentiert nicht nur die fesselnde Erzählung und das raffinierte Gameplay, sondern bietet auch einen Einblick in die weitläufige Welt von Final Fantasy VII Rebirth. Spieler können sich darauf freuen, mit dem Yunnan-Gebiet eine neue und größere Region zu erkunden. Hierzu gibt es am 21. Februar ein kleines Update für die Demo, mit der man dann einen kleinen Einblick in diese Mission erhaschen kann. Wer sich dann Final Fantasy VII Rebirth Ende Februar holt, erhält zudem ein kleines Geschenk. Wer den Spielstand auf seiner PlayStation 5 speichert, schaltet in der Vollversion einen Kupo-Talisman und ein Überlebensset frei. Und wie bereits erwähnt, lässt sich die der Fall eines Helden in Nibelheim genannte Mission dann auch komplett überspringen. Aber das wäre im Prinzip schon beinahe eine Sünde. Mit dem Versprechen einer weiteren 40-stündigen Kampagne und brandneuen Schauplätzen, die es zu entdecken gilt, bereitet Rebirth die Bühne für einen fesselnden und unvergesslichen Mittelpunkt der gesamten Final Fantasy VII Remake-Saga. Die Erzählung ist es, auf die ich mich am meisten freue. Aber persönlich bin ich gespannt, ob das gesamte Gameplay dieses Mal besser sein wird. Und natürlich gibt es so einige Gänsehautmomente, gerade dann, wenn man die epischen Musikstücke wie etwa das Shinra Eternal Theme auf die Ohren bekommt. Der Sound war in Final Fantasy schon immer ein absolutes Erlebnis und ging jedes Mal unter die Haut. Ich weiß, dass man vor dem Release eines Spiels keinen Hype erzeugen soll, da die Enttäuschung eine miese Hure ist, aber schon auf der PS1 gehörte der siebte Teil zu meinen absoluten Lieblingen und nicht so sehr die Nachfolger, mit denen ich nie so richtig warm wurde. Es sind wohl ganz persönliche Erinnerungen mit dem Klassiker, weshalb mir auch das Remake sowie nun auch Rebirth extrem am Herzen liegen. Freuen wir uns mal mit voller Hoffnung auf Ende Februar und lasst uns die Demo bis dahin noch zigmal durchspielen. Allein schon wegen der Klaviereinlage. Ich muss dann mal weg. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.